So, ihr Lieben, herzlich willkommen bei Minga Gaming. Eine neue Folge von Road to the Show mit Mike Minga. Dann wollen wir uns mal anschauen, was uns heute erwartet. Ihr seht es jetzt hier, Amateur Showcase. Das ist also der zweite Tag und meine letzte Chance, einen Eindruck bei den Scouts von allen 30 Major League Teams zu ja, im Prinzip gut zu spielen und mich auf die Zettel der Scouts zu bringen. Na gut, schauen wir mal. Ich bin also wieder im International Squad. Und natürlich sollte ich versuchen, hier eine gute Performance abzuliefern, sodass, wie ich ja eingangs eben sagte, mich der ein oder andere Scout dann entsprechend auf seinen Zettel hat. Well, this guy's kind of unique. How about a five-pitch repertoire that he has? That gives him a lot of options for both righties and lefties, and if he's on, he could be really tough to hit. Stepping into the box, Floyd Junko, as he'll get his first opportunity in this one. On its way, the 0-1 pitch. Grounded back up the middle, fielded cleanly. On to first to complete the double play. Jawohl! Das war schon mal ein Double Out, wenn ich es richtig gesehen habe. Ich bin ja zur Second Base. Das war gut. Gute kleine Anfangsperformance sozusagen. So, jetzt habt ihr hier das neue. Sehr gut. Der war ja nur meilenweit daneben. Mal schauen, ob ich hier vielleicht sogar irgendwas hinkriege für Punkte. Yes! Den kriegt er nicht. Jawohl. Schöner Base-Hit für mich. Klasse. Erst das Double-Out als Shortstop. Jetzt der Base-Hit. Schon mal eine wesentlich bessere Performance bis hierhin als in meinem ersten Match. Ah, der Modus taugt mir. Das ist auch schön entspannt. Ja, da kann man mal auch 3-4 Folgen in einer Stunde mal spielen und aufnehmen und euch zur Verfügung stellen oder auch mal gerne mit Livestreams, also kann ich mir alles vorstellen, ganz klar. Ah, okay. Der hat also 4 Bälle daneben gehauen, der Pitcher, und deswegen konnte ich jetzt eine Base weiterrücken. Nothing in two count and the pitch lifted in the air to shallow center field. Center fielder coming on and he tracks it down. Nice play for the first out. Throw back to second and that's a double play. Ach Mensch. Da habe ich jetzt ein bisschen geträumt, muss ich sagen. Aber mein Team führt 3-0. So, Shortstop Mike Minga hier also wieder. Hab natürlich den Fanghandschuh rechts, weil ich Linkshänder bin. Komm. Das war jetzt auch gut. Wieder einen an der Second Base ins Ausgebracht. Würde sagen, bis jetzt habe ich eine ganz gute Performance. Ja! Der ist gut. Schön. Wieder ein Base Hit. Sehr gut. Gefällt mir. Taugt mir. Ich wiederhole mich. Ich mag das. Sehr cool. He's going to see his stock rise and keep rising. Nothing spectacular, just a solid base knock.
So the lineup flips over and digging in, Dan Otto. Dan Otto. Come on now, he's ready. Here's the 0-2 pitch. Swinging a little blooper to center. Here comes the center fielder. He can't get there as it falls in. Play at the plate, and he's out. A great throw. A tag, and he's out at the plate. A double play. Jetzt muss ich leider sagen, ich habe ein bisschen die Übersicht verloren. Warum bin ich nicht an der dritten Base einfach? Da hätte ich aufhören müssen. Da muss ich mich noch ein bisschen einfuchsen. Also wer das jetzt hier sieht, der denkt, ich habe wenig Ahnung vom Baseball. Das stimmt aber gar nicht. Aber da war ich jetzt eben doch ein bisschen irritiert. Na, schauen wir mal. Vielleicht kriege ich nochmal... Ja, wieder Base Hit. And he'll scramble back to first safely. Hey, we're not trying to reinvent the wheel here. It's really sechstes Inning. Ja, also ich glaube, man hat ganz gut registriert, dass ich auch im Betting durchaus ein bisschen Qualität anzubieten habe. Warum rennt er hier weiter? Ja, ich renne über die erste Base und dann will ich aufhören. Ich habe mich hier fast noch geoutet, dadurch, dass ich die 6-7 Meter hier eigentlich unnötig gelaufen bin. Das ist eben das, wo ich mich noch ein bisschen einfuchsen muss. Das hat aber eher was mit der Steuerung zu tun. Und nicht mit dem Spielverständnis. So. Ja gut, da kann ich natürlich nichts machen. Das wäre geil, wenn ich das Spiel gewinnen würde. So, wir sind mittlerweile im 8. Inning. They're an extra base hit away from tying this thing up. Number 13 onto the grass. Jawohl. And makes the catch for the first out. Das erste Out durch Mike Minga. Sehr gut. Achtes Inning. Weiter geht's. Digging in the switch hitter, Adrian Goss. As the switch hitter will take his cuts left-handed here. Hey, pleasure one. Here we go. The 1-2. Short. And he'll go to second here. Oh, he may have been a little disoriented there or something. That's going to allow his man to reach first safely. Well, in hindsight, it was the right choice to let the setup guy stay in the game and finish this thing. I wasn't so sure before, but the results sure speak for themselves. A one-run finish, 4-3. Mike Minga freut sich. Mein erster Sieg im zweiten Prospektspiel sozusagen für die Talente, für die Major League. Mal sehen, ob ich mich auf einen Scout-Zettel spielen konnte. Schauen wir mal. Vier-drei gewonnen, das ist gut. Schauen wir mal, ob das irgendwo einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Drei für drei beim Betting. Dreimal zur ersten Base gekommen. Tja, jetzt bin ich natürlich gespannt. Ja. Ob das eventuell einen Scout auf den Plan gerufen hat, um mal vielleicht mit mir Kontakt herzustellen. Keine Ahnung. Schauen wir mal. With nothing left to do but await his fate, this young hopeful receives a check-in from his former high school coach, who's been acting as his advisor through the process. Dann würde ich mal sagen, frage ich ihn einfach mal.
Ich denke, das muss ich jetzt nicht groß übersetzen. Das sollte man eigentlich hier sehen können. Also ich rede jetzt im Prinzip mit meinem ehemaligen Coach über die Chancen nach dem Spiel sozusagen. Und mein Coach sagt im Prinzip, ich habe das Potenzial und den Rest wird man im Prinzip sehen. Jetzt werde ich im Prinzip gefragt, ob ich in meinem Kopf ein Team habe, für das ich besonders gerne spielen möchte, sozusagen. American League, na klar, für die Yankees. American League East müssten sie, glaube ich, spielen. Ja. Ob das jetzt so clever ist, wenn ich das sage. Aber warum nicht? Welcome back to the Major League Baseball First Year Player Draft. The first pick is officially on the clock. With the first pick, the Detroit Tigers select Frank Quisenberry, a second baseman from the West Region. With the second pick, wir sind also direkt im Draft. Schauen wir mal. A first baseman from the West Region. With the third pick, the Miami Marlins select Garrett Loomis, a closing pitcher from the West Region. With the fourth pick, the Kansas City Royals select Rick Carvajal, a catcher from the West Region. Schauen wir mal. Ich meine, jetzt wurde Runde 17 quasi eingeblendet. Ich könnte wahrscheinlich jetzt auch mit Viereck quasi bis zu dem Pick runter gehen, wo ich quasi gedraftet werde. Aber ich möchte es jetzt einfach mal sehen. Und with the eighth pick, the San Diego Padres select Floyd Junko, a first baseman from the Central Region. With the ninth pick, the Colorado Rockies select. Ich bin jetzt im Prinzip eher auch gespannt darauf, ob mein Teamwunsch jetzt einen Einfluss darauf hat, ob und von welchem Team ich jetzt gedraftet werde. The Chicago White Sox select Preston Taylor, a starting pitcher from the West Region. With the 12th pick, the Cincinnati Reds select Gary Stroud, a starting pitcher from the West Region. With the 13th pick, the San Francisco Giants select Ray Putnam, a relief pitcher from the West Region. With the 14th pick, the Texas Rangers select Barry Montague, a center fielder from the West Region. With the 15th pick, the interessant. Alles Leute zwischen 18 und ich glaube 21 bisher. Jetzt erzähl mir bitte nicht, dass die Yankees hier den letzten Pick in der Runde haben. With the 17th pick, the Chicago Cubs select Jim Andrews. A relief pitcher from auch für die Cubs hätte ich auch noch gespielt. With the 18th pick, the Arizona Diamondbacks select Calvin Lucas, a center fielder from the West Region. With the 19th pick, the New York Mets select Claudio Esposito, closing pitcher from the International Region. With the 20th pick, the Milwaukee Brewers select Fred Leonard. Das ist jetzt wirklich interessant. Wie gesagt, ich möchte den Draft jetzt einfach mal durchlaufen lassen, weil ich das sehen möchte. Aber ich hau mich ja weg, dass die Yankees hier tatsächlich den letzten Pitch in der Runde, den letzten Pick in der Runde haben. A starting pitcher from the Central Region. With the 23rd pick, the Washington Nationals. Ist ja auch gar nicht gesagt, dass ich überhaupt gedraftet werde. With the 24th pick, the Tampa Bay Rays select David C, a right fielder from the West Region. With the 25th pick, the Oakland Athletics select Esteban Acosta, a relief pitcher from the West Region. With the 26th pick, the Atlanta Braves select James Hudson,
a center fielder from the Central Region. With the 27th pick, the Minnesota Twins select Doug Lord. A shortstop from the West Region. With the 28th pick, the New York Yankees select the shortstop from the International Region. Ich bin tatsächlich von den New York Yankees. Zieht euch das mal rein. Gedraftet worden in Runde 17 als Pick Nummer 28. Das ist mal geil, oder? After a long and lonely first two days of the MLB draft, this player's wait is finally over. Das ist ja stark. Also da muss ich ja sagen, da freue ich mich richtig. Darf man das so sagen? Ja, darf man. Stark. Jetzt muss ich natürlich noch gut überlegen, was ich jetzt hier antworte. Ich entscheide mich dafür. Jetzt bin ich also im Minor League-System. Mein ehemaliger Coach gratuliert mir und sagt, ich möchte doch bitte weiter hart arbeiten. Das werde ich natürlich auch tun. Und wie gesagt, sehr, sehr cool. Macht richtig Spaß, der Modus. Werde das weiter begleiten und würde mich freuen, wenn ihr auch bei den nächsten Folgen wieder mit Mike Minga bei MLB The Show 20 im Road to the Show Modus dabei seid. Danke fürs Reinschauen. Ciao und Servus von Minga Gaming.